So, weiter geht's. Ich bin jetzt noch dabei, mir die Bäume abzutragen. Da mir wieder irgendwas in den Kopf geflogen ist. Ja, du könntest ja dies machen und du könntest ja jetzt das machen. Ideen über Ideen und Änderungen, die hier wieder entstehen. Ist ja jetzt noch irgendwo so ein Baumstamm drinnen. Ich hoffe nicht. Jedenfalls kriegen wir erstmal schön die Setzlinge hier. Hier ist sogar ein Apfel runtergefallen. Erstmal den hier. Und da hätten wir das so hier schon mal. Ich hoffe, dass jetzt irgendwo noch ein Baumstamm hier noch irgendwo dazwischen hängt. Weil sonst ist das Laub nämlich nicht weg hier. So, die erste Axt ist schon mal hinüber. Ah, passt schon so, okay. Der Rest kümmert sich ja dann. So, haben wir noch den Baum hier? Ah, hier haben wir noch einen. So, da haben wir noch ist ein bisschen Holz. Das ist sehr gut, da brauche ich nämlich den natürlichen Wald nämlich nicht abholzen. Ist schon wieder gut für die Natur dann so gesagt, ne? Und es gibt ja auch jede Menge an Ereignisse, sage ich jetzt mal, zum Beispiel, dass Unmengen von Wäldern abgeholzt werden und die Bäume nicht mehr neu gepflanzt werden. Irgendwann hat die Welt überhaupt keine Bäume mehr und wir werden alle sterben. Das wird mit Sicherheit irgendwann mal eines Tages kommen. So viel steht fest. Das ist wie mit den Salzseen, die jetzt abgetragen werden, nur wie diesen scheiß dreckigen Lithium-Akkus für Elektroautos. Ich könnte kotzen. Das ist einfach meine Meinung. Müsste erstmal damit leben, aber. Nee, mich sträubt's, wenn ich's höre, Elektroautos. Da sträubt's mich einfach nur. Alle denken, es ist umweltschonend, dabei ist es eigentlich das absolute Gegenteil. Aber naja. Jedem das seine. Ich will mich da nicht einmischen. Und ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit darüber reden. Ich will jetzt einfach nur hier was ändern. An dem Hof hier. Ich weiß, dass ich jetzt wieder alles umändern werde, alles umändern muss jetzt hier. Den einen wird es gefallen, den anderen wird es nicht gefallen. Aber ich habe es mir jetzt halt so in den Kopf gesetzt, weil ich will ja irgendwann mal Schweine haben und die sollen ja dann auf die Seite hier hinkommen. Aber nur ist jetzt die Frage, wann bekomme ich mal Schweine? Wann bekomme ich die mal? Muss ja irgendwie an Karotten kommen, an Möhren kommen. Dann müsste ich die Monster noch mal einschalten und dann irgendwo noch ein paar Zombies töten, damit ich an die Karotten komme, weil die Zombies, die werfen ja ab und zu mal eine mal ab. Dieses Glück hatte ich bislang noch nicht, dass ich so einem Zombie mal begegnet bin, der sowas abwirft. Das Einzige, was ich von diesem Scheiß-Zombie kriege, ist verrottetes Fleisch. Ekelhaft. Jetzt habe ich keine Schaufel hier. So. Hier ist noch irgendwie was. Hier haben wir noch einen kleinen Setzling. Gut, jetzt wird es dunkel, jetzt sehe ich auch nicht mehr allzu viel. Jedenfalls soll dann hier die Plantage hinkommen. Kann ich ja schon mal hier so eine kleine Andeutung mal machen. Ich glaube mal. Lass mich mal kurz überlegen. Dass dann hier so der Eingang hinkommt. Da machen wir so ab den Eingang hier. Dann machen wir das bis dort vor. Ich weiß es jetzt nie. Jedenfalls mache ich das mal bis hier hin. Aber so richtig die Mitte kann man jetzt. Ah, gut, ist egal. Ich baue jetzt einfach mal drauf los und der Rest ist jetzt ziemlich Rille.
ja wie gesagt unsere Arztstelle und da kann ja alles mal ein bisschen mehr sein. Also ist es ja jetzt nicht allzu schlimm. So, jetzt ist mir der Zaun ausgegangen. Da müssen wir irgendwann mal wieder einen neuen Zaun mal anfertigen. Ach so, das ist der Setzling. Ich habe mich gerade gewundert, was fliegt denn hier gerade rum? So. Gehen wir jetzt mal schnell hier hin. Ach so, hier haben wir noch ein bisschen Zäunchen. Ja. Zack, zack, da haben wir das auch. So, haben wir noch mal irgendwo ein bisschen Zaun. Da könnte ich das nämlich gleich beenden hier. Beziehungsweise gleich fortsetzen das alles. Na gut, hier haben wir noch 4 Zäune. Also müssen wir uns wieder neue Zäune wieder anfertigen. Jetzt ist die Frage, wie waren denn die Zäune jetzt nochmal? Wie waren die denn jetzt? Frage aller Fragen, wie waren jetzt die Zäune? Gut, da würde ich nämlich sagen, da würden nämlich dann hier die Kürbisse hinkommen, weil davon will ich jede Menge haben. Und hier würde ich dann die Melonen hinmachen. Oh, mein Bauch fängt auch schon wieder an zu knurren. Ich muss irgendwas essen irgendwann einmal. Ganz kleinen Moment, ich mache mal eine ganz kleine Pause. Für euch ist mein Bauch dann eine Sekunde, aber ich bin gleich wieder da. Minecraft ist ein Open-World-Spiel, das vom schwedischen Programmierer Markus Notch Persson erschaffen wurde. In dem Spiel kann der Spieler Konstruktionen aus zumeist würfelförmigen Blöcken in eine 3D-Welt bauen. Sehr interessant, Alexa. Lautstärke 3. Jetzt mach ich sie mal aus. Alles egal, hat sie mich wirklich nie verstanden. Naja. Boah, Brüsterchen. Geht weiter. Müsste mich jetzt trotzdem mal ein bisschen sputen. Und ich hab doch jetzt hier das Holz. So. Zack. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen doof, wisst ihr das? Eigentlich müsste ich mir jetzt die Zäune anfertigen. Das heißt also, dass wir dazu erstmal Stöcke brauchen. So, und das ist nicht gerade wenig. So, und wie war denn jetzt der Zaun? War der so hier? Wie war denn der Zaun, verdammte Scheiße? Oder war der so hier? Ah, super. Jetzt habe ich es doch hingekriegt. Mensch, ich bin ein Naturtalent. So. Concentration, Concentration. Wir haben es gleich, Leute. Nur ein bisschen Geduld haben. Und da passt die ganze Sache da schon. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Zäune geschaffen. Wir machen gleich mal hier welche noch mit weiter hier. So, weil wir brauchen jetzt erstmal eine ziemliche Menge davon. Zack. Blubbert irgendwo Lava. Aber frag mich nicht wo. Huch, aber irgendwo wird das schon sein. Zack. 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 So, dann war es das erstmal. Die Stöcke können wir erstmal behalten. Hier haben wir Zaun, hier haben wir Zaun. Da gut, die Stöcke könnten wir ja auch noch verwenden hier. Was wir haben, haben wir. Der altbekannte Spruch. Zack. Und zack. So, einmal hier noch, zack, und das war's. Jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, genug Zäune haben. Dass wir uns das alles dann so anfertigen können. Jetzt hätte ich beinahe die Aufnahmezeit verpasst. So, mach mal gleich mal hier weiter. So, bis hier hin. Hier kommen wir dann die Melonen.